Hallo, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin mit dem Josef Buchner gemeinsam, der ist bei der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich tätig, für die Planung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond zuständig am 20. und 21. Februar. Fachhochschule St. Pölten, jetzt anmelden. Und ich habe hier die fantastische, großartige Iris Wanner hier bei mir, die sich jetzt gleich vorstellt und sagt, was sie so treibt. Ja, hallo Christian, vielen Dank, dass ich heute online bei dir sein darf. Ja, mein Name ist Iris Wanner, ich bin angestellt bei der AMC Fachhochschule Krems, bin dort zuständig als Blended Learning Koordinatorin. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Nutzungsmöglichkeiten von neuen digitalen Technologien und schaue, dass ich dort in beratender Funktion mit Lehrenden tätig bin, um diese sozusagen in diesem komplexen Wechselspiel zwischen Personen und Rahmenbedingungen einzubringen. Gut, dann schreiten wir zum Wordwrap von ICM. Nicht vergessen, kurze und prägnante Antworten sind gefragt. Das größte Potenzial von ICM ist für dich? Die Erhöhung der Studierendenaktivität. Eine Person, die mit ICM beginnen will, würdest du empfehlen? Ein gutes Konzept zu erstellen. Ja, ein gutes Konzept auf die Zielgruppe. Ja, genau. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zum ICM ist? Eine positive Rückmeldung von Lehrern, also von Lernenden, dass sie frei sind in ihrem Lehren und reflektieren können. Ja. Wenn du das selber machst, woran merkst du Veränderungen in der Lehre beim ICM? Dass Studierende engagierter sind. Dein persönliches ICM-Motto ist daher? Das ist jetzt eine gute Frage. Daran zu lernen, wie man kompliziert Dinge auf einfache Art erläutert. Das gefällt mir. Bei der Konferenz freust du dich auf? Auf einen regen Austausch mit Menschen, die sich ganz viel mit dem Thema beschäftigen. Ja, gut. Bei der Konferenz selber bringst du auch dich thematisch ein, und zwar mit folgendem Thema. Es geht um Enterprise Social Networks in Bezug auf digitale Lehre. Es geht in dem Beitrag darum, wie man hochschulübergreifende Fokusgruppen initiieren kann, um neue Ideen zu generieren, um Projekte zu evaluieren, um Ideen auch weiterzuentwickeln. Ja. Was hat das mit Inverted Classroom zu tun? Das hat ganz viel mit Inverted Classroom zu tun. Das hat insofern damit zu tun, dass man sagt, welche Problemstellungen gibt es, welche Ideen hat man, wie will man die weiterentwickeln. Und hier mit einer durchaus homogenen Gruppe an Lehrenden diese Dinge weiterzuentwickeln. Man kennt diese Fokusgruppen ja ganz stark auch schon aus dem Bereich der Technologieweiterentwicklung, gerade bei der Einführung neuer Technologien, bei der man einfach schaut, was sagen andere zu meinem Problem. Ja? Mhm. Also dieses Einholen an Meinungen. Ja? Wobei man sagen muss, digital ist das natürlich wieder was anderes, als wenn ich reale Fokusgruppen habe. Das ist schneller, aber man kriegt nicht so viel Material zusammen. Okay. Das heißt, eigentlich ist es ja auch ein bisschen ein forschender Ansatz, den du da umsetzt und gleichzeitig auch die bewusste Nutzung von digitalen Tools eben in einem Setting, wo es auch eben um Inverted geht, oder? Genau. Genau darum geht es. Ja. Okay. Was kommt bei so einer Fokusgruppe, die sich mit Inverted vielleicht auch beschäftigen wird, was kommt da raus? Was sind da so für Themen, was kommen da für Themen oder Ideen vor? Ich glaube, es ist so breit gefächert, dass wir es jetzt so in der Form gar nicht wirklich benennen können, weil du sie einfach für alles verwenden kannst. Das Problem ist, es wird einfach noch zu wenig genutzt. Ja. Okay. In diesem Beitrag eigentlich herauskommen. Die Idee ist, verstärkt zu machen und sozusagen als Best Practice-Beispiel andere anzusehen, zu sagen, wie können wir uns außerhalb von so tollen Konferenzen wie der ICM und Beyond sozusagen austauschen,
um dieses Thema Inverted Classroom weiterzuentwickeln. Okay. Weil wir ja täglich mit Problemen konfrontiert sind, beziehungsweise mit Problemstellungen. Das sind nicht Probleme, das sind Problemstellungen. Und wir oft auch Ideen brauchen, wo wir einfach uns zusammensetzen müssten. Und du kennst das ja aus der Improvisation heraus und da schnell einmal was rausschießen. Ja. Und ich glaube, dass wir das über diese Fokusgruppen ganz gut machen können. Natürlich, und auch da muss man sagen, du hast recht, es ist ein forschender Ansatz, die gehören natürlich gut aufgesetzt. Ja. Mhm. Die gehören natürlich gut durchdacht, das heißt, es muss einen guten Moderator dafür auch geben und eine gute Gruppe. Weil eine These ist ja vom Inverted Classroom, dass es zu einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Lehrenden auch kommen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wir brauchen diesen Austausch, also wir brauchen nicht nur diese Vorreiter, die es heute schon gibt, sondern wir brauchen auch den Austausch darüber, was dann real im Alltag passiert und wie wir diese realen Szenarien weiterentwickeln können und auch daraus lernen können, was vielleicht nicht funktioniert und wie man das weiterentwickeln kann. Und das können einzelne Personen nicht, das ist halt in so einem Schwarmwissen halt dann so sehr viel einfacher, ne? Das weiterzuentwickeln. Ja. Gut, wir werden uns im Anschluss an dieses Gespräch noch weiter über die Konferenz unterhalten und freue mich schon wahnsinnig darauf, dich dort zu sehen und dass du auch damit dazu beiträgst, dass unser spannendes Format Hacking ICM mit vorantreiben wirst und ja, dadurch die Konferenz bereicherst. Und bis dahin nicht vergessen, anmelden.